Einen schönen guten Tag. Ich begrüße euch hier aus Würzburg. Ja, von hier aus geht's jetzt für mich in die Stadt, die die einzige in Deutschland ist, ja, die eine richtige Skyline mit vielen Hochhäusern hat, so wie man das ja sonst nur aus den USA kennt. Ja, ich denke, ihr wisst, wo ich hinfahre. Genau, nach Oberstdorf. Nein. Spaß beiseite. Ich denke, am Videotitel habt ihr schon gesehen, dass es nach Frankfurt am Main geht. Ja, dort mache ich das, was ich auch in den letzten Vlogs gemacht habe, die ja, verschiedenen Doppelstockwagenzüge aufzunehmen. In den letzten Vlogs war es ja in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. Und ja, heute mache ich das im Rhein-Main-Gebiet. Und jetzt geht es dann nach Frankfurt mit dem ICE und dort melde ich mich dann wieder. Angekommen in Frankfurt-Höchst. Ja, hier stehen schon ganz schöne Sachen herum. Nimmt man natürlich gerne mit. Auch wenn ich hauptsächlich wegen der Doppelstockwagen dabei bin, beziehungsweise hier bin. Und ja, dabei sind jetzt auch noch zwei weitere Eisenbahnfreunde. Der Tim und der Tobi. Ja, der heißt wirklich genauso. Und ja, betreibt den Kanal BR111-Fan. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann klickt mal oben hier auf das i. Gibt es auch richtig schöne Dokumentationen. Kann ich euch empfehlen. Ja, und wir machen jetzt hier noch ein paar Aufnahmen und dann geht es wieder zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof. Eigentlich sollten die Züge der Baureihe 1440 der HLB erst ab Mitte Dezember zum Einsatz kommen. Ja, aber testweise kommen sie schon jetzt zum Einsatz. Ja, die Züge nennt man auch Grinsekatze wegen dieser besonderen Front. Und ja, Zug macht auf jeden Fall einen sehr modernen Eindruck. Die Sitze sind auch einigermaßen bequem. Das Einzige, was nur ein bisschen nervig ist, ist dieses Türgeräusch hier. Also das brauche ich nicht im 2-Minuten-Takt ständig zu hören. Ja, aber ansonsten machen die Züge ja, wirklich einen guten Eindruck. Und den nehme ich jetzt auch mal bei der Ausfahrt auf.
aktuell ist Tunnelsperrung hier in Frankfurt. Es wird gebaut. Bereitet zwar vielen Fahrgästen etwas Umstände, aber führt eben auch dazu, dass man hier in der Haupthalle mal einen 423 filmen kann. Und ja, das mache ich jetzt kurz. Dann noch ein paar Twindex-Aufnahmen und dann geht es Richtung Darmstadt. Wir sind jetzt mit dem RE60 hier nach Darmstadt gefahren, haben einmal den Twindex bei der Ausfahrt gefilmt und eben gerade, wie ihr es gesehen habt, ja, eine Ersatzgarnitur 146 mit Doppelstockwagen. Vierte Generation soll hier eigentlich nicht mehr fahren planmäßig, aber ja, ist ja schön, wenn man dann auch mal ein bisschen was Außerplanmäßiges noch bekommt, ein bisschen mehr Abwechslung. Genau, jetzt fahren wir dann zu einer Fotostelle nach Darmstadt Erheiligen, weil ja, Bahnhofsaufnahmen sind zwar ganz schön, aber auch mal so Vorbeifahrten im Grünen. Ja, bieten dann die willkommene Abwechslung und deswegen machen wir das jetzt so. Ja, das heißt, heute steht eben auf dem Programm, ja, vorhin die Strecke nach Limburg, jetzt hier die Main-Neckar-Bahn. Vorher am Frankfurter Hauptbahnhof habe ich ja auch einen Zug nach Mannheim aufgenommen. Also die Dosto-Einsatzlinien sind heute überwiegend auf dem Programm. Nämlich die nach Fulda und Wächtersbach, da fahren ja auch Dostos, aber die habe ich schon Ende März aufgenommen, habe ich keinen Vlog zugemacht. Genau, ja, ich war natürlich auch schon in vielen anderen Regionen in Deutschland, wie jetzt Berlin und wo war ich noch? Ach ja, genau, zum Beispiel im Raum Dresden und so, wo die Doppelstücke ja auch fahren, habe ich auch keine Vlogs gemacht. Genau, nur dass ihr wisst, ja, für die Doppelstückwagen-Einsatzgebiete-Doku habe ich eigentlich jetzt schon alles gefilmt. So, hier die paar Sachen in Südhessen haben jetzt eben noch gefehlt. An der Fotostelle in Darmstadt Erheiligen. Ja, hier sieht man die Main-Neckar-Bahn mit zwei Gleisen und dahinter noch die S-Bahn. Also ja, haben wir jetzt ein bisschen Verkehr, den wir hier aufnehmen können. Ja, diesen Vlog drehe ich jetzt im August. Keine Ahnung, wann ich den veröffentliche, also wann ihr den jetzt seht. Aber auf jeden Fall für euch zur Information, es ist Anfang August. Es ist sehr, sehr heiß. Und ja, der Vorteil ist aber, dass ja, es ein paar Wolken hier gibt. Dadurch ist es nicht so heiß. Sind zwar die Aufnahmen nicht so schön, aber ist dann ein bisschen erträglicher. Trainspotten an der Stelle hat zwar Spaß gemacht, aber ja, jetzt hat uns leider ein Regenschauer ein bisschen überrascht. Ihr seht es hier am gespiegelten oder an der Spiegelung auf dem Weg. Es hat ordentlich geregnet, deswegen haben wir uns jetzt hier unter die Brücke so ein bisschen gerettet. Ja, die Stelle ist jetzt zwar nicht so super fürs Trainspotten, aber besser, anstatt dass man klitschnass wird und die Kameras kaputt gehen.
So lange hat es zum Glück nicht geregnet. Ja, nur eine S-Bahn kam während der Regenzeit vorbei. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen, aber es ist wieder sehr, sehr warm. Aufnahmen, die wir hier machen wollten, sind alle im Kasten und ja, war auch was Besonderes dabei. S-Bahn über die Fernbahngleise. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr aufmerksam wart, ja, waren irgendwelche Leerfahrten, die eventuell vielleicht wegen der Tunnelsperrung, weil die nämlich dann in ein paar Tagen aufgehoben wird, gemacht haben. Keine Ahnung, also will ich keine sicheren Angaben machen, aber auf jeden Fall, das war ein bisschen besonders. Ansonsten, ja, war es so durchwachsen. Ich meine, am Anfang war das Licht schlecht, dann hat es geregnet. Zum Schluss war das Licht ja hier recht schön. Ich habe mir jetzt auch auf diesen Holzstamm gestellt. Deswegen die Aufnahme, die ich zuletzt gemacht habe, die fand ich eigentlich am besten soweit. Ja, einmal wurde der Twin Decks schön zugefahren. Also, ja, Glück und Pech hielt sich hier die Waage. Und jetzt geht's nach Langen und dann weiter nach Frankfurt. Wir sind jetzt hier an der Galluswarte. Ja, ein Motiv, was ja charakteristisch dann für Frankfurt ist, mit der Skyline im Hintergrund. Ja, da will ich auf jeden Fall auch die Dostos aufnehmen, weil dann sieht man ja anhand der Aufnahmen schon, dass es in Frankfurt gemacht ist. Und das ist dann jetzt auch der letzte Fotopunkt heute. Ja, ihr habt es gesehen, wir sind doch nicht in Langen ausgestiegen. Weil es war so, die Regionalbahn ab Langen, mit der wir dann nach Hauptbahnhof fahren wollten, fiel aus. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, beziehungsweise der Experte für Frankfurt, ja, hat dann gesagt, es macht mehr Sinn, zur Stresemannallee zu fahren, dann mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Ja, und jetzt sind wir hier zur Galluswarte gelaufen. Ungefähr 20 Minuten läuft man zu diesem Punkt. Und ja, genau, also wir konnten natürlich auch nicht mit der S-Bahn durch bis zum Hauptbahnhof fahren, weil ja Tunnelsperrung ist. Ja, genau, denn bis Anfang August ist hier in Frankfurt Tunnelsperrung. Und jetzt gibt es wieder Aufnahmen hier von der Fotostelle.
Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Intercity 2027 wieder zurück nach Würzburg fahren, aber ja, der hat leider 60 Minuten Verspätung und ja, ein ICE fährt jetzt auch nicht früher, beziehungsweise die haben auch noch mehr Verspätung. Deswegen ist es jetzt tatsächlich die schnellste Variante, mit dem Regionalexpress, mit dem Main-Spessart-Express hier von Frankfurt nach Würzburg zu fahren. Ja, habe ich zwar keinen Fernverkehr, aber die Doppelstockwagen ja, finde ich jetzt nicht so als großen Komfortverlust. Außerdem, es geht darum, dass ich möglichst schnell nach Hause komme. Und deswegen ja, warte ich jetzt hier nicht 60 Minuten auf diesen verspäteten Intercity. Ja, es ist jetzt zwar nicht so schön, dass der Intercity hier so viel Verspätung hat, aber ein Drama ist es auch nicht. Und ja, ich lasse die Szene jetzt noch kurz laufen, denn jetzt fährt nämlich hier gerade der Twindex ein. Ja, genau, in den setze ich mich jetzt rein. Ja, das ist der Nachteil, wenn man einen Vlog dreht, geht man immer ganz ans Bahnsteigende, damit keine Personen im Hintergrund zu sehen sind. Aber ja, jetzt darf ich hier sehr weit vorgehen zum RE55. Angekommen wieder in Würzburg, ja, auf dem letzten noch nicht modernisierten Bahnsteig, man erkennt es am Schild. Ja, der Rest ist schon umgebaut bzw. wird umgebaut. Ja, die Fahrt war jetzt wirklich sehr schön. Mit dem Twindex habe ich genossen. Ich meine, auch passend zur Doppelstockwagen-Doku, wo ich ja die Aufnahmen heute auch gedreht habe. Ja, jetzt nochmal das zum Abschluss fahren. Hat gepasst. So, das jetzt aber lange genug hier gequatscht und geredet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ja, falls ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Lob, irgendwas habt, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt. Egal. Ciao, bis zum nächsten Mal.